Wir befinden uns in der Galerie Mehdi Chouakri in Berlin Mitte. Wir haben zurzeit eine Ausstellung von Gerwald Rockenschaub, österreichischer Künstler, geboren vor 59 Jahren. Gerwald Rockenschaub ist bekannt geworden Anfang 80er Jahre durch seine einfache, kleine, geometrische Bilder. Sehr schnell hat er in verschiedene Museen und Galerien international ausgestellt und eine Anerkennung bekommen. Er hat auf der Biennale Venedig 1993 Österreich vertreten und dort eine große Installation gezeigt, die auch eine neue Form von seinem Ausdruck gezeigt hat. Unsere Ausstellung, die wir zurzeit zeigen, die parallel läuft zu der Ausstellung in der Kunstmuseum Wolfsburg, zeigt Gerwald Rockenschaub eine Reihe von neuen Wandobjekten, die Sie hinter mir sehen. Diese Wandobjekte bestehen aus auf 4 cm starke MDF-Platten, die mit Wasserstrahl gefräst wurden. Also wir haben zu tun wirklich mit einer skulpturalen Objekte, auch wenn die erstmal flach wirken. Diese Objekte, wie man sieht in die verschiedenen Formen, erinnern ein bisschen an eine Art von Schlagzeilen, als abstrakte Schlagzeilen, können uns an etwas erinnern. Diese Objekte spielen mit unseren Augen, spielen mit unserem Umfeld, ob es aus dem Internet kommt, aus den Medien, aus der Straße, aus der Antike. Alle ist da präsent in einer Art von Konzentrat von Kultur. Wenn wir diese ganze Art von Petersburger Hängung betrachten möchten, wir haben die Möglichkeit, uns hier zu setzen auf diese minimale Bankskulptur, die Rockenschaub auch entworfen hat, mit einer schwarzen Wand im Hintergrund. Man kann sich hier drauf setzen und einfach die verschiedenen Bilder oder Objekte betrachten, die vielleicht uns erinnern an ein Doppelherz, an Tropfen, an eine schnelle automatische Zeichnung oder an eine Farbklecks. In der Hintergrund, oder im zweiten Raum, pardon, hat Gerwald Rockenschaub eine Art von Skulptur, freistehende Skulptur, die in Art und Weise symmetrisch ist. Bei dieser Skulptur, Gerwald Rockenschaub hat uns durch einen Durchgang gebracht, gezwungen, reinzugehen, damit dass wir die Architektur und der Raum anders erleben. Eine Art von Initiation durch seine Kunst. Diese Architektur, wenn wir uns dann plötzlich von dieser Seite stehen und die betrachten, plötzlich steht vor uns ein Bild, ein Intarsienbild mit einem Eichenholzrahmen. Diese Intarsien ist aus Plexiglas gemacht. Also es gibt plötzlich einen Kontrast zwischen die Technik, die eine alte Technik ist, und kombiniert mit einem Material typisch aus der Ende des 20. Jahrhunderts, mit einem Motiv, der mehr von der Populärkultur kommt. Das heißt, eine Art von Komposition zwischen abstrakt Popkultur, könnte aussehen wie ein Cover von einem Pop-Album. Man könnte an Lutschbonbons denken. Es gibt verschiedene so Erregungen, die an uns kommen, wenn wir dieses Bild betrachten. Exactly.